In diesem Video geht es um das eBay Plus Programm von eBay Deutschland. Ich zeige dir, welche Voraussetzungen du brauchst und was für Vorteile das eBay Plus Programm mit sich bringt. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn dich solche Themen interessieren und du bist neu auf diesem Kanal und möchtest erfahren, wie du online auf Marktplätzen verkaufst, wie du dir ein erfolgreiches Geschäft aufbauen kannst, online Geld verdienst und schlussendlich damit selbstständig wirst, dann abonniere diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Freunde, lasst uns anschauen, was das eBay Plus Programm auf sich hat. Das gibt es schon länger von eBay. Und zwar ist das sowas ähnliches wie Amazon Prime, hat sicherlich schon jeder mal gehört. Zwar hat das nicht den Umfang, wie es Amazon macht, in dem Fall richtet sich das nur auf die Käufe, die man auf dem Marktplatz eBay kauft. Diese werden mit gewissen Vorteilen für den Kunden gekennzeichnet, da ist auch ein Treuepunkteprogramm im Hintergrund, was am Laufen ist für den Käufer. Und natürlich habt ihr als Händler, wenn ihr eBay Plus Artikel anbietet, auch gewisse Vorteile. Diese schauen wir uns hier alle an. Dann könnt ihr schauen, ob ihr denn auch eine Teilnahme an diesem eBay Plus Programm machen könnt. Vorab gesagt, wie immer packe ich alle Links, die ich euch hier zeige, unten in der Beschreibung, so dass ihr das Ganze nachlesen könnt. Jetzt fragt sich der eine oder andere bestimmt, ja, dann kann ich das doch alles lesen, dann brauche ich das Video hier nicht schauen. Na klar kannst du das tun, ich verpflichte hier keinen, meine Videos zu schauen, jedoch teile ich hier meine Erfahrungen mit, Tipps und Tricks gebe ich an die Hand, so dass man von Anfang an alles so macht und keine Fehler begeht, wie ich das eventuell gemacht habe. Deshalb ist es durchaus sehenswert, die Videos, um wirklich hier einige Tipps an die Hand zu kriegen. Wie immer zeige ich euch auch mein eBay-Profil, wo ihr sehen könnt, wie dieser eBay-Plus-Status aussieht und welche Sachen ihr da noch einstellen und beachten müsst. So, gucken wir uns ganz schnell mal hier die Sachen durch. Und zwar, eBay Plus werden Angebote besonders hervorgehoben und vermarktet. Ja, das sagt eBay hier aus. Kurz gesagt, übernimmt auch eBay die Rücksendekosten für den Kunden, wenn der Artikel ein eBay Plus Artikel war. So, alle eBay Plus Artikel werden mit so einem Logo versehen. Seht ihr hier, eBay Plus steht da dran. So kann der Kunde direkt erkennen, ob es sich hier um ein eBay Plus Artikel handelt oder nicht. Und kann direkt schneller seine Kaufentscheidung treffen. Ein Kunde, der eBay Plus hat und gekauft hat, dieser kostet ihm auch jährlich 20 Euro. Kauft natürlich lieber eBay Plus Artikel als andere, ja, weil eBay Plus hat gewisse Voraussetzungen, die ein Verkäufer mit sich bringt und hier gibt es gewisse Vorteile für den Käufer natürlich auch. Schauen wir uns erstmal die Vorteile als Verkäufer mit eBay Plus an. Also wie schon gesagt, bessere Sichtbarkeit und Auffindbarkeit, ja. Wie schon gesagt, eBay Plus Artikel sind gekennzeichnet mit dem Logo. Ein Kunde kann beispielsweise links in der Suche den Filter auf eBay Plus Artikel setzen, so werden ihm nur eBay Plus Artikel angezeigt. So habt ihr definitiv auch größere Sichtbarkeit und die größere Chance, hier euren Artikel auch zu verkaufen. Die Vermarktung der eBay Plus Artikel wird durch eBay übernommen. Hier werden Sondernewsletter verschickt, gewisse Rabattaktionen gemacht für eBay Plus Artikel. Zusätzlich im Verkäuferschutz bei Versand mit Sendungsverfolgungsnummer. Das heißt, wenn ihr eBay Plus Artikel anbietet und eine Sendungsnummer bereitstellt, was natürlich auch Pflicht ist, sonst haltet ihr die Teilnahmebedingungen nicht ein, werden eure Mängel der Versandzeit schon mal komplett nicht berücksichtigt. Oder wenn ein Kunde sie euch sogar negativ oder neutral bewertet, wird das Ganze von eBay entfernt. Was ein sehr großer Pluspunkt ist, wie ich finde. Deshalb ist es lohnenswert, hier wirklich auch das Ganze anzubieten. Sonderbedingungen bei Rücksendekosten, wie schon gesagt, übernimmt eBay hier für den Verkäufer die Rücksendekosten. Der Kunde kann komplett auf Kosten von eBay den Artikel bei Widerruf zurückschicken. So habt ihr keine Kosten und könnt dem Kunden das Ganze angenehmer machen. So, hier könnt ihr euch schon für das eBay Plus Programm anmelden. Jedoch müssen wir erstmal die Voraussetzungen für die Teilnahme sehen. Voraussetzungen ist, man muss einen Verkäufer-Service-Status von mindestens überdurchschnittlich haben, am besten sogar noch mit Top-Bewertung. Wenn dein eBay-Konto noch keine Top-Bewertung hat, dann habe ich hier oben ein Video für dich. Hier habe ich nämlich gezeigt, wie du ein Verkäufer mit Top-Bewertungsstatus wirst, was ganz einfach ist.
Deshalb schau dir das Video unbedingt an, um diesen Service-Status zu erlangen. Die nächste Voraussetzung ist, es müssen Festpreisangebote sein, Artikelstandort und Rücksenderadresse muss in Deutschland sein, Versandzeit am selben Tag bis 14 Uhr und Bearbeitungszeit von maximal einem Werktag. Kostenloser und schneller Inlandversand, das heißt, ihr müsst mit einem DHL-Paket verschicken bzw. einem anderen Versanddienstleister. Ich mache das mit DHL und das funktioniert wirklich gut. 90% der Pakete kommen wirklich in 1 bis 2 Werktagen beim Kunden an und das freut natürlich die Kunden. Versand mit Sendungsverfolgung, das ist wichtig, es sei denn, der Artikel ist unter 10 Euro. Darüber alles mit Sendungsverfolgungsnummer, sonst könnt ihr das Ganze nicht anbieten. Schnelle Zahlungsmethode müsst ihr anbieten, das wäre in dem Fall PayPal, Apple Pay, Google Pay, also die neuen Zahlungsmethoden auch. Wie du die neuen Zahlungsmethoden integrieren kannst, habe ich auch ein Video gemacht, dazu werde ich auch unten in der Beschreibung ein Video verlinken. Da erfährst du, wie auch du neue Zahlungsmethoden von eBay anbieten kannst. Einer der entscheidenden Punkte ist natürlich auch, dass du dem Kunden mindestens 1 Monat Widerrufsfrist geben musst, um die Voraussetzung für eBay Plus zu erfüllen. Des Weiteren ist auch wichtig, dass deine Pakete, die du verschickst, die gewissen Maße und Gewichte einhalten. Da siehst du hier, da kannst du das hier einmal ansehen, was genau eBay hier an Rückversandkosten für den Kunden kostenlos anbieten kann, denn es gibt verschiedene Größen, also Spedition wäre darunter jetzt schon mal nicht gültig. Wenn du nun alle Bedingungen und Voraussetzungen für das eBay Plus Programm erfüllst, kannst du dich ganz einfach hier auf jetzt bei eBay Plus teilnehmen und dann kannst du dich dafür ganz einfach registrieren. So viel zu den Voraussetzungen, um am eBay Plus Programm teilnehmen zu können. Schauen wir uns mal an, wie dann eBay Plus bei euch im Verkäuferkonto aussieht. So, ich befinde mich jetzt hier in meinem Verkäuferkonto von eBay und wie ihr sehen könnt, habt ihr hier links eBay Plus Cockpit. Wenn ihr dann da drauf klickt, könnt ihr euch euren Status anschauen und mein Status ist definitiv eBay Plus, wie ihr sehen könnt hier. Schauen wir uns mal an, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst und einhalten müsst kontinuierlich, um auch eBay Plus dauerhaft anbieten zu können. Klicken wir das Ganze hier mal unten runter und dann seht ihr, der durchschnittliche Service-Status muss überdurchschnittlich sein oder sogar besser. In meinem Fall trifft das zu. Fristgemäßer Versand, Angaben zur Sendungsverfolgung hochladen und Rückgabeanfragen innerhalb von 24 Stunden bearbeiten. Ja? Diese Dinge müsst ihr einhalten, um eBay Plus dauerhaft anbieten zu können. Rutscht ihr in einem dieser Bereiche irgendwie mal runter, ja? Ihr habt hier in der Skala ein bisschen Luft, seid ihr aber bei ein paar Angeboten, habt ihr bei ein paar Angeboten nicht diese Dinge eingehalten, dann rutscht ihr ganz schnell drunter und dann ist euer eBay Plus Vorteil natürlich schon direkt weg. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, das Ganze hier im Blick zu behalten, um eBay Plus anbieten zu können. Es hat sehr viele Vorteile, ganz klar. Ich zeige euch hier noch ein paar Einstellungen, die ihr machen müsst, die eigentlich selbsterklärend sind. Und zwar klickt ihr hier bei eurem Status, falls ihr eBay Plus dann anbieten könnt, klickt ihr hier auf Einstellungen bearbeiten. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, ein paar Einstellungen festzulegen. Möchten Sie, dass Ihre Angebote für eBay Plus berücksichtigt werden, das heißt alle hochgeladenen Angebote werden berücksichtigt, dann ganz klar auf Ja. Bearbeitungszeit festlegen könnt ihr hier, also ihr könnt maximal 1 Tag Bearbeitungszeit haben und einen kostenlosen Versand müsst ihr natürlich auch anbieten. Oder ihr verschickt am selben Werktag alle Bestellungen, die bis 14 Uhr eingehen. Dann klickt ihr das natürlich hier an. Und eBay Plus Angebote verwalten. eBay Plus automatisch für alle berechtigten, aktiven, zukünftigen Angebote berücksichtigen. Und das würde ich natürlich auch hier mit diese Position hier auswählen. Und dann klickt ihr das Ganze auf Speichern und habt so gesagt die optimalen Einstellungen festgelegt. So viel zu eBay Plus. Ich hoffe, dieses Video war dir hilfreich. Falls du noch Fragen hast, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde so schnell wie möglich beantworten. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast und weiteres Videos sehen möchtest, meine Erfahrungen, die ich dir teile und Tipps und Tricks, die ich dir da an die Hand gebe, um ein erfolgreiches Verkäuferkonto aufzubauen bei eBay oder auch Amazon,
Amazon, dann abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Gib dem Video auch einen Daumen hoch, darüber werde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Verkaufen und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Bis zum nächsten Mal.